jeden Tag freue ich mich darüber, dass wir uns im ersten wiedersehen. Doch es wäre mir wirklich noch viel lieber, wird die Zeit nicht gar so schnell vergehen. Immer wieder sonntags vom Stefan und macht mir das Leben Spaß. Gute Laune, frohe Lieder. Und ich freu mich, wenn es Freude macht. Und wenn Sonntagssonne lacht. David Hasselhoff kann sich heute freuen. 70 Jahre ist er auf der Welt. Und es gratulieren alle Treuen. Fans und Bademeister dieser Welt. Immer wieder sonntags macht uns das Leben Spaß. Gute Laune, frohe Lieder. Ganz egal, was auf die Sonne macht. Sonntags wird bei uns gelacht. Immer wieder sonntags macht uns das Leben Spaß. Ist das nicht herrlich? Wow. Gänsehaut um 10.06 Uhr zur 6. Ausgabe von Immer wieder Sonntags. Wir haben schon wieder Halbzeit in diesem Sommer. Na, wo geht denn die Zeit schon wieder hin? Aber eine ganz, ganz besondere Sendung. Wir haben heute auch ein kleines Jubiläum. Ich kann nur sagen, danke für Ihre Treue. Wir haben heute die 225. Live-Sendung live aus dem Europapark in Rust. Einen wunderschönen guten Morgen, Habert Ehre! Ja, so. Und wo Sie sich gerade befinden zu Hause, noch im Schlafzimmer, schon am Frühstückstisch, ich weiß eins, Sie sitzen auf der richtigen Seite des Bildschirms, weil bei Ihnen ist es wahrscheinlich kühl. Gut, hier gibt es welche, die haben schon ein Weißbier dastehen. Die trinken hier auch was Kühles. Und ja, heute ist ein bisschen warm hier in der Immerwieder Sonntagsarena. Ein bisschen warm. Naja, eigentlich ist es ganz schön warm. Also eigentlich ist es unglaublich warm. Aber wir schaffen das, 6. Sendung Immerwieder Sonntags. Und wir freuen uns auf so viele Neuigkeiten heute. Wir haben heute eine spezielle Starküche. Denn wir werden heute grillen bei Immerwieder Sonntags mit all unseren Gästen zusammen. Heute gibt's was zum Essen. Dann dürfen wir ein kleines Mädchen am roten Mikrofon begrüßen. Dann haben wir einen Rekord im Fjord. Und es geht gleich los. Ich habe es in der ersten Moderation schon verraten dürfen. Einen Rekord in unserem Fjord. Und ich darf vorstellen, herzlich willkommen, Gina Sibila. Einen wunderschönen guten Morgen. Guten Morgen, Stefan. Guten Morgen. Einen Rekord im Fjord. Erklären wir gleich, um was es geht. Wo kommst du her? Wie geht's dir? Wie hast du geschlafen? Mir geht's gut, ich habe gut geschlafen in meinem Camper, wie auch du, habe ich gehört, oder? Ja. Und ja, ich freue mich jetzt, hier gleich einen richtig coolen Rekord aufzustellen. Du kommst aus Essen. Genau. Aber das Artistische, das liegt ja ein bisschen bei euch in der Familie, ne? Ja, schon, mal mehr, mal weniger. Ich bin Artistin erster Generation, also meine Eltern sind auch sportlich, aber tatsächlich bin ich die erste Artistin in unserer Familie. Also eigentlich wolltest ja du mit dem Rhönrad so keine große Karriere machen, sondern du hast völlig was anderes dir eigentlich im Kopf eingehämmert. Du wolltest eigentlich Skispringerin werden. Ja, damals war ich so 3, 4. Da habe ich das im Fernsehen gesehen und dachte mir so, immer die Jungs, die machen das, die ziehen das immer durch. Warum können das nicht mal die Mädels machen? Und da habe ich gesagt, das mache ich. Aber ich bin auch ein Mann und springe nicht vom Schanzentisch runter, ne? Naja, muss ja nicht jeder machen. Ich fand es ziemlich cool, aber meine Mama hat gesagt, hier gibt es halt keine Berge bei uns im Ruhrgebiet. Auch schön, aber keine Berge. Und deswegen wurde es dann der Rhönradsport erst. Und dann habe ich ganz schnell die Liebe dafür entdeckt und es ist einfach meine Leidenschaft geworden und vor vielen Jahren habe ich schon gesagt, das ist nicht nur ein Sport, es ist wirklich Kunst und seitdem mache ich Shows, spiele Shows, bin in 5 Jahren jetzt selbstständig als Artistin und ist geil. Und diese Leidenschaft, ja gerne, Sie dürfen gerne applaudieren, diese Leidenschaft wollen wir jetzt mal sehen, um was es geht und dann erklären wir gleich unseren Rekord. Also, viel Spaß mit Gina.
watching you stand alone. All of my doubt suddenly goes away somehow. One step closer. I have died every day waiting for you. Darling, don't be afraid. I have loved you for a thousand years. I love you for a thousand years. Gina Sibylla auf dem Rhönrad. Also das ist schon ganz, ganz große Kunst. Dankeschön. Also großes Kompliment. Gibt auch noch mal einen Riesenapplaus aus unserer Arena raus. Sehr, sehr schön. So, jetzt wollen wir aber zum Rekord kommen, Gina. Was hast du vor mit uns? Wie dürfen wir staunen? Also bei dem schönen Wetter habe ich mir gedacht, es gibt Eis. Ich meine, gibt es nichts Besseres, oder? Habt ihr Bock auf Eis? Ja, natürlich. Natürlich. Aber wie soll das vonstatten gehen? Also wie viele Leute brauchen wir ungefähr? Wie willst du mit dem Rhönrad hier Eis präsentieren? Naja, ich roll jetzt nicht durch die komplette Manege, sag ich mal, sondern bleib hier. Das heißt, ich brauche gleich ein paar Freiwillige, die Bock auf Eis haben. Die stellen sich dann hier an der Seite an. Wir machen zwei Reihen. Und ich werde dann mit dem Rad von einer Seite zur anderen rollen. Und in der Mitte steht ein Eiskübel. Und damit, ja, werde ich über Kopf über, genau, einmal das Eis auftun und an den Seiten dann immer servieren. Unfassbar. In welcher Zeit? 90 Sekunden? Ja, wir nehmen mal 90 Sekunden. Ist tatsächlich sehr schwierig hier, weil wie man sieht, das Rhönrad rollt direkt in eine Richtung. Es ist super schräg. Ja. Dadurch ist das Performen hier natürlich auch schwer, aber wir schaffen das. Natürlich. Und ich denke mal, über 10 Leute werde ich beglücken mit Eis. Auf alle Fälle. Wir freuen uns auf Eis. Du darfst noch ein bisschen trainieren. Das ist nochmal dein Applaus. Vielen herzlichen Dank. Die Gina. So, jetzt kommen wir zum Bernd und zum Karl-Heinz von den Amigos. Vor ganz, ganz langer Zeit, sie waren schon seit 35 Jahren auf der Bühne, da hat sich Karriere technisch nicht so viel belegt. Plötzlich kam der Tag der Tage, als sie in Deutschland, in Österreich, in der Schweiz mit ihren Alben bis heute auf Nummer 1 stehen. Warum ist es so? Weil sie einfach sympathische Burschen sind und weil sie einfach zeitlose Musik präsentieren. Angel in Blue, das ist der aktuelle Titel. Herzlich willkommen und einen riesen Applaus für die Amigos! Io dirti che ti amo, veramente così chiaro. Zu Gast bei Immer wieder Sonntags. Wenn ich mich so umschaue in meiner Immer wieder Sonntags-Arena, nur fröhliche Gesichter. Auch viele, 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 muss ich sagen, Neulinge, viele neue Fans von Immer wieder Sonntags, aber auch viele Stammgäste. Wir haben uns noch nie gesehen, ne? Nee. Sie waren noch nie bei Immer wieder Sonntags. Nein. Siehst du, ich kenne mein Publikum. Sie habe ich ja hier in 20 Jahren noch nicht gesehen. Die Dame auch noch nicht. Doch. Schon? Habe ich sie jetzt verwechselt. Dann habe ich sie verwechselt. So. Stammgäste von Immer wieder Sonntags. Richtig. Siehste, ich kenne alle. Seit wie vielen Jahren? Nächstes Jahr werden es 10. Oh, dann haben wir ja Jubiläum, wir drei. Ja. Ist aber schön. Na? Du bist der Neuling. Du gefällst mir. Wie heißt du denn? Colin. Der Colin. Der Colin ist heute zum ersten Mal da. Ja. Mhm. Siehst du, was ich für ein Hirn habe, wie ein Sieb. Na wunderbar. So, die Dame, sie waren, ja. Sie sind heute auch zum ersten Mal da. Nein. Ach nicht? Zum zweiten Mal. Zum zweiten Mal. Ja. Wo kommen Sie her? Ich komme in Mühlacke. Aha, ja, da war ich auch schon oft da. Ist auch schön, ja. Ja. So. Du kleine Mausi, du warst auch noch nie da. Nee, das ist jetzt das erste Mal. Ja, gefällt's dir bei uns? Ja. Schön unterm Sonnenschirm, ne? Mhm.
Die Dame, sind Sie schon mal? Schon das dritte Mal. Ach, das ist schön. Das dritte Mal. Der Sonnenschirm hier, das passt ja wunderbar. Darf ich mich mal setzen zu euch? Ja? Schau mal, ich setze mich ein bisschen zu euch hierher. So, zum dritten Mal. Und Sie sind heute ganz alleine hier? Nee, mit meiner Nichte. Ach, die Nichte. Herzlich willkommen, Nichte. Hallo. Servus. Und wie heißen Sie? Petra. Petra und die Nichte? Tanja. Aha. So, und dann muss Ihnen ja anscheinend gefallen, wenn Sie schon das dritte Mal bei uns sind. Ganz toll. Ja? Richtig klasse. Wo kommen Sie her, wenn ich fragen darf? Gengenbach. Gengenbach. Mhm. So. Und kann man eigentlich sagen, Sie sind so ein Fan auch der Unterhaltungsmusik? Auf jeden Fall. Haben Sie auch so einen besonderen Künstler, wo Sie sagen, Mensch, also da bin ich absoluter Fan davon? Kerstin Ott. So ein Zufall aber auch, oder? Ja, ich liebe die Frau. Ja. Ich habe vorher Sie schon ein bisschen beobachtet. Haben Sie da nicht auch irgendwas gemalt gehabt? Oh, schauen Sie mal. Ich liebe die Frau, die ist so klasse. Ja, ist sie auch. Einzigartig, ganz, ganz groß. Kerstin Ott. Das haben Sie selber gemacht? Meine Nichte. Die Nichte hat das gemacht. Mhm. Und gibt es einen besonderen Anlass, dass Sie heute da sind? Das schaut irgendwie so feierlich aus. Sie hat heute Geburtstag. Ah. Sie hat heute Geburtstag. Die Petra hat heute Geburtstag. Happy Birthday singe ich dir dann backstage, a cappella, ne? weil sonst müssen wir jetzt hier 5 Strophen, aber alles, alles, alles Gute, liebe Petra. Ja, ein Geburtstagsjubiläum, also dann ist ja der heutige Tag eigentlich schon sehr positiv angelaufen. Auf jeden Fall, besser kann es nicht werden. Und geht's jetzt noch irgendwie auf Reisen die nächste Zeit, oder? Später in den Pool. Daheim dann? Genau. Was habt ihr so die nächsten Tage vor? Krankenhaus. Ich habe OP am Donnerstag. Ja, und dann mal schauen. Darf ich fragen, ein größerer Eingriff? Ja, möchte nicht drüber reden. Nicht drüber reden, verstehe ich. Und da gibt es aber ganz, ganz viele tolle Leute um Sie herum, die Ihnen alles, alles Gute wünschen und Sie ganz, ganz sehr drücken. Vielen Dank. Zum Beispiel, vielen Dank. Zum Beispiel auch Ihre Nichte. Da sehe ich den Besuch jetzt gleich mit anderen Augen. Und, ich weiß jetzt auch nicht. Sollen wir uns mal ganz dick bei der lieben Petra bedanken oder ihr alles Gute wünschen? Hättest du was vorbereitet? Ja. Schau mal her, doch. Wir kennen uns schon länger. Liebe Petra, du bist für mich nicht nur eine wunderbare Tante, sondern auch eine ganz tolle Freundin. Die Wochenendausflüge bei uns im Schwarzwald und unsere gemeinsamen Picknicks in der Natur sind immer etwas ganz Besonderes. Du bist ein so lebensfroher und positiver Mensch, der immer gute Laune verbreitet. Von deiner Krankheit lässt du dich nie unterkriegen, obwohl es sicher auch mal Tage gibt, an denen es dir nicht so gut geht. Für deine OP nächste Woche wünsche ich dir viel Mut und Kraft. Ich bin sicher, mit deiner Power und deiner Energie wirst du auch diese Hürde meistern. Schön, dass es dich gibt. Darf ich dich auch drücken? Alles, alles Gute. Vielen Dank. Tja, jetzt kannst du mal dein Schild hochhalten hier. Schau. Weil die kommt jetzt auch für dich hierher, liebe Petra. Und ich möchte dir auch was sagen. Wir stehen ganz fest und ganz, ganz viele Leute hinter dir, inklusive, herzlich willkommen nochmal, Kerstin Ott. Ja, liebe Petra, auch von mir alles, alles Gute für die bevorstehenden Tage. Ich habe schon gehört, dass du so ein lieber und herzlicher Mensch bist und ich freue mich, dass du heute hier bist. Darf ich dich einmal drücken? Aber sowas von, die lass dich nicht mehr los, das ist schön. Schau, da gibt's noch die neue CD von der Kerstin. So, komm mal her zu mir. So, ihr vier. So viele Eindrücke jetzt auf einmal, oder? Wahnsinn, ich bin total überwältigt jetzt. Da steht sie. Hast du das gesehen, was sie für dich gemacht hat?
Jetzt hast du es versteckt, ne? Ja, habe ich vorhin schon gesehen. Richtig toll. Also, wann ist der Tag? Am Mittwoch? Donnerstag? Donnerstag. So, und da gibt es jetzt noch mal einen riesen Applaus für die Petra. Und alles, alles Gute. Du musst wissen, dass wir ganz fest hinter dir stehen. Vielen Dank. Ein Applaus und alles Gute, viel, viel Gesundheit für die Petra. Sehr schön. Also so sportliche Damen und Herren im Publikum. Ihr habt alle das gleiche Hemd an? Junggesellenabschied oder was? Nee, kein besonderer Anlass. Gib mein Mikro wieder. Oh, nee, ich nehme das schon. Wenn ich darf, dann nehme ich das. Hast du schon mein Mikro in der Hand gehabt? Nee, doch, ja, mit Sicherheit. Ja. Ah, mit Sicherheit. Wir können mal die Fortuna grüßen, Fortuna Bonn ins Wasser laden. Schöne Grüße, der Arne guckt zu. Mein neuer Co-Moderator, ne? Ja, wunderbar. Eigentlich wollte ich fragen, wie schaut es mit Grillen aus? Wie heißt du? Alex. Wann fängt die Grillsaison bei Alex an? Die hört gar nicht auf. Also auch Wintergrillen und auch so? Auch im Winter wird gegrillt, ja klar. Und wo wird denn da gegrillt? Wie in heißt der Ort? In Witterschlick bei Bonn, bei der Kochmutti. Gerne bei Instagram folgen, Kochmutti. Da steht sie. Achso, das ist die Kochmama. Nee, das ist die Kochmutti. Ah, das ist die Kochmama, komm mal her, die Kochmama. Was wird denn so gegrillt bei euch? Alles. Alles? Vegetarisch, Fleisch? Vegetarisch auch, wir haben Vegetarier dabei. Ja. Okay. Käse, Fleisch, Gemüse. Sehr schön, wunderbar. Vielen Dank. Mein Mikro darf ich wieder mitnehmen. Wunderbar. Servus. Also, ein Applaus für euch. Eine lustige Ecke hier. Aber mein Herz, also ich war völlig perplex, was hier alles gekocht und gegrillt wurde. Wir haben hier den Timo, wir haben Paulina Wagner, den Franz von den Paldauern, der Markus, der Zillertaler, Kerstin Ott. Haben wir denn irgendwo, schaut einmal diesen reich gedeckten Tisch an. Also unfassbar, Gigi Anderson, Franziska, der Benedikt. So, warum hast du noch nichts, Kerstin? Ich bin noch so aufgeregt vom Auftritt, aber das kommt gleich noch. Ah, kommt gleich noch. So, also Paulina Wagner, du genießt hier was hier besonders? Ich glaube, das schaut nach Ananas aus. Das ist Ananas, Halloumi-Käse, eine Limo habe ich hier stehen. Es ist so warm, muss man sich ein bisschen abkühlen. Ja, sehr gut. Markus, was Besonderes gefunden, was es im Zillertal nicht gibt? Ja, ich habe jetzt selbst meinen Huhn einmal versuchen müssen mit der Kräutermarinade, aber ich muss ein riesengroßes Kompliment machen. Es ist alles so lecker. Stefan, du musst dich beeilen, weil das ist schnell weg. Ganz ehrlich. Und schau mal, meine liebe Mama zu Hause, das ist der original Nudelsalat. Den wir früher immer bei den Campingplätzen, auf unserem Campingplatz, hat es den immer gegeben. Der schmeckt ganz fein. Der ist auch im Übrigen ganz, ganz frisch gemacht. Hat den die Mama gemacht? Den hat die Mama gemacht. Wahnsinn. Den habe ich vor 2 Wochen vor meiner Mama hierher gefahren. So. Nee, ganz frisch aus dem Kühlschrank und frisch zubereitet. Es ist das Rezept von der Mama. Sehr. Timo, Surf and Turf, bist du zufrieden mit dir? Sehr. Sehr, oder? Absolut, ich bin sehr zufrieden. Also ein bisschen überschätzt, muss ich sagen. Ja. So, wenn ein bisschen was überbleibt hier, dann haben wir gerne noch was hier auf den Tellern. So, der Gigi Anderson hier mit seiner Flamme. Fackel. Sensationell. Das ist das Typische, was man in Eschwege auch isst, oder? Ja. Ja, perfekt. Wunderbar. So, also, die Amigos laden wir jetzt auch gleich noch dazu ein. Bitte lasst ein bisschen was über. Kalt kann nichts werden, weil hier glüht eh alles. Also es ist schon wieder so unerträglich warm hier auf der Bühne. Aber jetzt wird uns noch mehr eingeheizt, nämlich mit den größten Hits der Amigos. Unser Karl-Heinz und Bernd, immer wieder herzlich willkommen bei Immer wieder Sonntags. Die Amigos! Silber, Gold und Rating haben wir nie gebraucht. Wir leben nur von Luft und Liebe und von dem Grippen im Bauch. Große Silber, Gold und Rating war uns schon immer gleich. Silber, Gold und Platin, war uns schon immer gleich.
Und in die Hände! Hey! Ich hab euch gesehen und du hast getanzt, Willi. Ich spürte, dass du glücklich bist. Was hast du bei mir vermisst? Ich hab euch gesehen und du sahst wie ein Engel aus. So sah ich dich schon lang nicht mehr. Ich weiß, dass du zu ihm gehörst. Unsere Zeit war trotzdem schön. Ich hab euch gesehen. Vielen Dank für den größten Hits, Die Amigos. Bernd und Karl-Heinz, lasst es euch schmecken. Was gibt's? Was gibt's? Es gibt alles. Es gibt alles, lieber Bernd. Ja. Der Tisch ist reichlich gedeckt. Wunderbar. Ja, da gibt's einiges. Wir haben auch einiges an Musik heute. Unser Luca und unsere Bianca, schau mal, ihr kriegt noch mal einen Applaus. Ihr seid bestimmt sehr, sehr aufgeregt, oder? Was fühlt man jetzt gerade in dem Moment so? Aufregung. Luca? Nur Aufregung. Denkt man an den nächsten Sonntag oder denkt man sich, oh, vielleicht bin ich gar nicht mehr dabei? Beides. Beides, gut. So, aber ich kann ja schon mal den ziehen, den Herausforderer, eventuell für Bianca oder eventuell für den Luca. Weil wir haben ja hier noch ein paar Kugeln. Wer darf den nächsten Sonntag gegen Bianca oder gegen Luca antreten? So, da schauen wir mal. Für unsere Sommerhit-Parade 2022 haben wir nächste Woche einen neuen Herausforderer, nämlich der Hannes. So, Hannes, den dürfen wir schon mal begrüßen. Nächste Woche. Der ist schon mal sicher dabei. So, wir schauen auch gästetechnisch, wer ist nächsten Sonntag mit dabei. Also, wir dürfen begrüßen Ben Zucker, Cora mit ihrem Riesenhit Amsterdam, Bernhard Brink und ich freue mich sehr auf meinen bayerischen Kollegen Wolfgang Viereck. Mal schauen, ob er uns mit dem Traktor abholt oder mit sonstigen Fahrzeugen und freue mich wirklich auf eine wunderschöne Gästeliste nächste Woche. So, also, du hast dein Opa dabei, du hast dein Fanclub hier mit dabei. So, aber da immer wieder Sonntags-Fanclub ist der Große, hat es euch denn bis jetzt gefallen? Schön.
Vielen, vielen herzlichen Dank. Schau mal, dein Papa, deine Verwandtschaft, die sind jetzt schon ein bisschen ruhiger, weil die sind genauso nervös wie du. Wie geht's dir gerade, Bianca? Ja, man findet kaum Worte. Schon, oder? Ja. So, schau mal, da dürfen wir gerne mal rübergehen mit der Kamera. Sauberes Trachtengewand an. Oder aber auch für den Luca. Ich würde schon mal sagen, wir holen uns schon mal die Prozente. Die können wir uns schon mal holen. So. So, da haben wir 86 zu 14. So. 86% zu 14. So, wie geht's meinen Gästen auf der Bühne? Lieber Karl-Heinz, lieber Bernd, schmeckt's euch? Sehr schön, gut, ja. Was isst du denn gerade, Karl-Heinz? Ich esse das, was normalerweise überhaupt nicht da ist. Das würde ich gerne essen, aber ja, ich nehme mal gerade, was da ist. Okay, gut. Du, Bernd, du hast es aber auch nicht leicht mit dem Karl-Heinz, das sage ich dir, du. Nee, halt da kannst du glauben. Weißt du, ich war bei der Stiftung Warentest Testsieger Nummer 1 beim Zugucken. Und das mache ich jetzt auch. Aha, das machst du jetzt auch. Wunderbar. Aber ansonsten seid ihr beide Brüder euch einig, ne? Na ja, einigermaßen geht's ja. Ab und zu kriegt er mal einen auf die Schnauze, aber dann geht's. Okay, gut. Ja, das ist Bruderliebe, ne? Bruderherzschmerz. Aber wenn man auf die Schnauze fliegt, hauptsache so gesund haben wir, oder? Oder der Lebensretter kommt um die Ecke. So, also ich würde sagen, ich wäre soweit. Langsam kriegen wir Hunger. Ich bedanke mich für eine wunderschöne 6. Sendung. Heute die 225. Ausgabe von Immer wieder Sonntags live aus dem Europapark in Rust. Bleiben Sie gesund. Ich bedanke mich bei meinem Publikum hier. Vielen, vielen herzlichen Dank. Und gewonnen hat die heutige Hitparade. Und gewonnen hat die Luca Stangl. Alles, alles Gute. So, das war die 6. Folge von Immer wieder Sonntags. Nächste Woche 7. Sendung. Das ist schon wieder die Halbzeit im Sommer 2022. Alles, alles Gute. Ich verbleibe als euer Stefan Ross. Habt Ehre. Servus. Besonders nervt, dann song ma' ihm ins Gesicht. Habt doch mir sang gesund und habt doch mir sang froh, dann ist der Rest der Glornigkeit und find sie sowieso. Habt doch mir sang gesund, sang happy und gut drauf und wenn ma' auf die Schnauze fliehen, dann steh mal wieder auf. Jeder hetzt und rennt und hat für nix mehr Zeit. Glücklich macht der Kopf.